Der erste Exorzist nach dem Neuen Testament, Jesus Christus. Jesus will, dass wir den Exorzismus vollziehen. Ja, er ermächtigt uns sogar. Markus 16, Vers 17. Jene, die an mich glauben, werden in meinem Namen die Dämonen verjagen. Man muss nur an Jesus Christus glauben, um die Kraft zu haben, die Dämonen in seinem Namen zu verjagen. Dieser Satz kommt nicht von mir, sondern von Johannes Paul II. Als ich ihm vortragen ließ, dass ich so viele Bischöfe treffe, die nicht an den Teufel glauben, da hat er schroff geantwortet: Wer nicht an den Teufel glaubt, glaubt nicht an das Evangelium. Die volle Wahrheit. Wir rufen unseren Schutzengel an und bitten die Königin der Engel, dass sie dich zwinge, die Wahrheit zu sagen. Wie viele seid ihr? Sechs. Und wie viel seid ihr? Ich habe mehrere Kreuze rausgerissen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Du meinst in der Schule. Bist du der Hitler? Ja. Die waren die Kreuze rausgerissen. Und die Schule hat so viele Kreuze aufgestellt auf den Schlachtfeldern. Hast du viele Kreuze aufgestellt auf den Schlachtfeldern? Bist du Hitler, sagt die Wahrheit. Im Namen Jesu befehle ich dir. Also kein Hitler. Warum lügst du? Im Namen Jesu, sagt die Wahrheit. Im Namen des dreifaltigen Gottes, sagt die Wahrheit. Wer bist du? Hitler! Beweise das. Jesu, befehle ich dir, sagt die Wahrheit. Ist kein bei euch. Ist kein bei euch. Unsere Schutzengel werden dich zwingen, alles zu sagen. Auf die Fürbitte der Königin der Engel wirst du alles sagen. Ich bin kein. Seid ihr also vier? Hitler? Hitler ist gelogen. Sag es deutlich. Im Namen Jesu und im Namen Mariens. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ja, ich bin auch hier. Wer denn? Hitler! Im Namen Jesu und im Namen Mariens befehle ich dir, alles zu sagen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Was hat der Hitler denn sonst noch getan? Wann hat er ihn geholt? Nach seinem Tod. Er hat sich ja umgebracht. Selbstmord. Womit? Womit hat er sich umgebracht? Gift? Nein. Erschossen? Erhängt? Oh, verbrannt. Verbrannt? Hat er noch gelebt, wie er das Gift genommen hat? Verbrannt? Hat er sich verbrannt? Ja. Im Namen des dreifaltigen Gottes sagt die Wahrheit. Im Namen der allerseligsten Jungfrau Maria sagt die Wahrheit. Und im Namen aller heiligen Engel. Aber die Prüfung schafft ihr nicht auf es. Sag mir die Sauernase, die verfluchte. Die allerseligste Jungfrau wird sie schützen und wird dich vertreiben, dass du nicht schaden kannst. Sie steht unter dem Schutz der allerseligsten Jungfrau. Und da kannst du nicht ran, nur soweit sie dich lässt. Wer? Sag mir den Namen. Unsere großen Helfer. Helfer gegen Satan und seinen Anhang. Die Schutzengel sind unsere großen Helfer gegen Satan und alle feindlichen Mächte. Und die Schutzengel schützen uns. Und sie sind hier. Und sind heute hier. Aber du musst gestehen, wenn die nicht hier wären, hättest du uns schon viel mehr geschadet.
und halten dich zurück. Du hast uns heute noch einiges zu sagen. Ist heute dein Kollege dran? Ist heute der Judas nicht dran? Ist der heute schweigsam? Ja. Und der Kain hat uns auch nichts zu sagen. Nein. Und der Nero? Ah, der weiß nicht, die dumme Sau. Und der Hitler? Ah, der auch nicht, der kommt bloß das Maul aufreißen. Aber heute reißt das nicht auf. Er meldet sich nicht heute. Ist heute nicht da, heute nicht zu sprechen. Sag mal, wie haltet ihr das denn mit den armen Seelen? Nee. Mit den armen Seelen kommt ihr zu denen auch. Nee. Könnt ihr die auch belästigen? Könnt ihr die auch belästigen? Nee. Können die uns aber helfen? Ja. Die helfen uns auch gerne, ne? Ja. Weil. Die helfen uns gerne, weil. Die armen Seelen helfen uns gerne, ne? Ja. Weil sie selber so dreckig draußen sind. Aber die haben wenigstens Aussicht. Ja. Die haben Hoffnung. Ja. Die haben große Hoffnung. Die wissen, dass sie zu Gott kommen werden. Denn das Feldfeuer dauert nicht ewig. Und wenn sie so bis zum jüngsten Tag bei Nogor rauskommen, dann sind sie doch. Ja. Sind das Seele, die bis zum jüngsten Tag bei Nogor? Ja. Dann bekommen wir schnell raus. Ja. Manche müssen lang drin bleiben. Was? Maul, ich soll hier Maul an, ich bin doch drüber nichts auf. Aber wenn du musst? Aber wenn die allerseligste Jungfrau dich zwingt, dann musst du es doch sagen. Okay. Und die Barbara Weigand hat allerhand Seelen rausgeholt aus dem Fegfeuer, ne? Die Barbara Weigand hat allerhand Seelen aus dem Fegfeuer rausgeholt. Ne? Hörst du das gerne, ne? Aber ich weiß nicht. Ah, der macht genug Zugsätze. Warst du da mit dabei? Hast du ihr auch zugesehen? Ja! Sogar ganz schön! Ganz schön. Ich habe tausende Teufelsaustreibungen durchgeführt. Es hat mir gereicht, auf den Kassetten ihre Stimme zu hören, ihr Winseln, ihr Benehmen. Dort war der Teufel sicher anwesend. Der steckt darin, der drin. Der das ganze Deutschland verführt, oder? Ja, ja, der ist da noch drin. Auch damals gab es schon viel zu wenig Exorzismen in Deutschland. Schuld sind die Bischöfe und Priester, die nicht daran glauben wollen. Wer nicht an den Teufel glaubt und die Besessenheit, glaubt nicht an das Evangelium.